So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung des JFD Live Trading TV-Formats. Heute ging es ja richtig zur Sache, wieder beim DAX und bei den US-Indizes. Zunächst einmal ein kleiner Rückblick bzw. auf die Aussagen, die heute getroffen bzw. eben auch welche Setups aktiv waren. Zunächst einmal hier im DAX. Habe ich zwei, dreimal eben auch betont, hier diese Kerze in dem Video, ja, ist eine schöne Umkehrkerze mit dem Stopp darunter, kann man arbeiten. Natürlich sehr antizyklisch und spekulativ. Hier hat es perfekt gehalten, ja, zwischenzeitlich hier Teilgewinne mitzunehmen, was ich auch schrieb, sicherlich nicht verkehrt und Stopp auf Einstand. Auch dann wäre der Stopp nicht aktiviert worden. Und dann natürlich nach so einer Aufwärtsbewegung in dem Markt, den wir uns gerade eben befinden, dass jede Bewegung nach oben eher abverkauft wird, ist natürlich nicht im Hochpunkt. Aber allerdings entweder nochmal hier oder an der Rainbow-Unterkante oder eben auch, nachdem es jetzt hier nicht drüber ging, von mir aus auch dann hier sich ausstoppen zu lassen bei 9.860. Ist ein schöner Gewinn, ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis war hier definitiv gegeben. Was hier auch mir auch sonderlich jetzt gut gefallen hat, ist natürlich hier das weitere Kauflimit frühzeitig wieder angegeben. Hat mehr oder weniger erstmal alles super gepasst. Eventuell war das jetzt hier die Chance, ja, mit einem ja, Stopp von etwa 7 US-Dollar, ein CRV von, ja, weiß Gott was zu bekommen, aber noch nicht in Euphorie verfallen. Wie gesagt, möglich ist es. Ich backe eh kleinere Brötchen und also eher auf kurzfristige Sicht sind die Sachen ausgelegt, aber hier passt es definitiv auch. Dann kam noch zu Silber was. Da ist es heute Vormittag, also beziehungsweise bis Nachmittag, hat sich eigentlich der Silberpreis an dem Kauflimit gehalten, wie man hier sieht. Ja, ab 7 Uhr etwa lief das jetzt hier an dem Kauflimit leicht hoch, prallte wie oft ab. Dann gab es natürlich noch einen Abverkauf, was jetzt hier zwar für Silber nicht so toll war, aber eben für Gold, damit eben hier das in die Zielzone reinlief. Dann war hier wieder ein Setup, wo man zwar nur ein graues, aber was wieder eigentlich aufging, ja, das war eben hier das Alternative. Und anschließend gab es jetzt hier leichte Verkäufe. Also wenn man hier den Abwärtstrend weiter verfolgt hätte, dann wäre das hier ein kleiner Fehlausbruch gewesen und jetzt liegen wir hier auf dem erst einmal. Nichtsdestotrotz kann Silber hier auch ein Low gesehen haben. Das waren jetzt diese Setups und im Dings, das ist jetzt hier noch mit keinem Kauflimit, sind ja auch nur dann Szenarien, ist jetzt der S&P 500 auf die zweite runtergekracht. Wie gesagt, auch im DAX kann man nachher noch kurz anschauen, ist hier war ich echt recht skeptisch, alles wegen DAX etc., dass wir hier nach unten durchbrechen. Und es ist jetzt hier auch noch nicht gesagt, dass das jetzt hier auch die Zone ist, erstmal. Ja, möglich ist es, ich habe es ja definiert, aber man muss natürlich noch ein paar andere, ja, Zeichen erkennen, ob das jetzt hier das Tief war. Im DAX, wie gesagt, nochmals runter auf die 9.775, was das Tief war, dann eben abgeprallt. Nachbörslich stehen wir ein Stück höher. Auch das sieht jetzt hier, kann fertig sein, muss aber nicht. Man muss auch das nicht im Prinzip alles traden. Ja, hier ist eben im S&P 500 Index der EMA 200 angelaufen. Wirklich sensationell. Ich meine, das kann man echt nicht. Ja. Ist im Prinzip, ja, macht mir das auch sprachlos, dass dieses Setup, was vor Ewigkeiten, ja,
vor Ewigkeiten im Prinzip, ja, so Ewigkeiten auch nicht, Anfang Mai im Wochenchart vorgestellt worden ist, hier mit Kursziel, aber etwas, ja, hätte etwas länger brauchen dürfen, aber genau das Kursziel heute erreicht. Also Feierabend, und mit dem, ja, kann ja sich jeder ausrechnen, was das für ein CRV war mit diesem Stopp, was ja hier dann als Setup vorgestellt worden ist. Okay. Passt, passt. Schauen wir noch, was Pfund gegen neuseeländische Dollar ist definitiv im Plus. Hier soll jeder den Stopp selber nachziehen. Das war jetzt hier auch ein mögliches Kursziel. Allerdings mit diesen Bewegungen hier, diese hätte dynamischer eben laufen sollen. Mit dieser Zwischenkorrektur kann sich das im Prinzip weiter nach oben ausdehnen. Stopp hier unten platzieren, abwarten bzw. Teilverkäufe und abwarten, ob es dann hier nach oben läuft. Das ist jetzt hier möglicherweise die Devise. Das ist hier eben ganz knapp, also mit wenig Pips Verlust ausgestoppt worden. Also hier oben, nicht hier unten. Der Stopp wurde schon hier hoch gesetzt. Das war's. Nachdem die letzte Woche ja nicht ganz so gut lief, also kann man sagen, jetzt diese Woche wieder mehr als die Gewinne reingefahren, was letzte Woche eben nicht so geklappt hat, obwohl, wie gesagt, ich führe jetzt hier kein öffentliches Musterdepot, aber die Setups kann ja jeder nachvollziehen, wie oft die Setups aufgehen, teilweise eben diese Woche sogar punktgenau, und wie viele, ja, Monstersignal innerhalb kürzester Zeit, oder auch hier, wenn man hier kurzfristig auch im Gold, wer raus ist, ja, hat auch mit dem letzten hier schon mal größere Gewinne mitnehmen können, und Gold liegt im Plus, Silber zwar im Minus, und DAX zweimal heute und gestern schöne Long-Setups gefunden. Was will man mehr? Danke fürs Zuhören und bis morgen.